Makeover. Ja, er wollte es. Ein typgerechtes Make-up. Genau. Hallo Leute, Follow My Weekend. Heute ist ein historisches Ereignis, denn wir sind auf dem Weg, also mein Freund und ich sind auf dem Weg nach Berlin, also jetzt am Hauptbahnhof. Und eine ganze halbe Stunde vor Abfahrt sind wir hier. Applaus, oder? Applaus. Oh. Ey, echt geil. Oh mein Gott, dass ich das nochmal erleben darf. Wir werden immer besser, oder? Merkt ihr? Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Wer weiß, was jetzt noch geschieht. Aber wir sind schon mal da. Das ist das. Es war bis jetzt immer so, in den letzten Malen, wir sind immer schon da. Und dann versauen es die anderen, gell? Ja. Dann kommt das Flugzeug nicht. Kommt so Stunden später und so. Naja, aber wir sind da. Cool. So, und wie erwartet, kommt der Zug auch zu spät. So, sind jetzt in Berlin angekommen. Und weil wir so einen Hunger hatten schon auf der Fahrt, das hat nicht gereicht, wir hatten voll wenig nur gekauft. Essen wir jetzt erstmal. Ich habe hier so ein Baguette, das sehr so französischer Style ist. Wirklich wie die Baguettes in Paris. Ganz lecker gemacht mit Smoked Turkey und Zucchini, Rucola, Käse und dann gibt es so eine Cayenne-Mayo, die ziemlich scharf ist, aber schmeckt lecker. Mein Freund natürlich wieder. Dings. Heiß in Berlin. Heiß, heiß, heiß. Wir waren jetzt im Hotel, Motel One. Ich zeige euch nachher, wie das aussieht. Ultra geil, geiles Zimmer. Sehr geil. Kann ich bitte da wohnen? Für immer. Aber nein, wir haben uns kurz frisch gemacht, wobei ich jetzt auch schon wieder sterbe. Und wir folgen jetzt einer Spur. Siehst du, die ist nämlich One. Das haben die ganz süß gemacht. Ich zeige euch, da ist nämlich gerade eine Spur. Ah. Tada. Genau, und dann gehen wir eben in das neue Studio, was auch nicht mehr so neu ist eigentlich von Studio 71. Aber ich war noch nicht dort gewesen, deswegen. Für mich ist es neu. Puh, ich schwitze gerade so. Und dann werde ich auch alle Bootcampler kennenlernen. Das sind ja die ausgewählt wurden für das Bootcamp von Studio 71. Ich glaube, das sind, keine Ahnung, mehr als 15 verschiedene Acts, meine ich. Hab also an Last Man Standing 2 rumgedoktert, das also inhaltlich begleitet. Und als es jetzt darum ging, wir machen das Bootcamp, habe ich auch gesagt, Guten Morgen. Ich wollte euch noch mal kurz das geile Hotelzimmer zeigen im Motel One, weil es einfach hammergeil ist. Also hier, so wäre das jetzt. Aber jetzt hier, bam, eine riesen Dachterrasse. So cool. Oh mein Gott, mit einem kleinen Gärtchen. Noch so eine Sitzecke. Oh, ich würde gerne hier wohnen, hier einziehen. Guckt euch das mal an. Hier ist das gleich Moritzplatz. Super schön, oder? So cool. Hi, heute bin ich wieder bei Studio 71. Das waren jetzt hier die Studios und so. Und jetzt drehen wir so ein kleines Video zum Bootcamp. Oh, Insta. Und hier mal ein bisschen behind the scenes Action mit Elvis. Matching. Yoga. Oh, downward dog. Oh, süß. Meine Kamera. Oh Gott. So sieht es hier aus. Das hätte ich gern zu Hause. Machen wir jetzt auch so eine Zeitraffer auf. Ja, dieses. Aber erstmal muss der. Weil dann brauche ich ein Stativ. Mord im Dunkeln. Ja, das war schon fast richtig. Sehr gut. Wir sind sehr penisfixiert. Mal ganz kurz für unser Video, was passiert hier gerade? Das warum? Makeover. Ja, er wollte es. Er wollte es. Ein typgerechtes Make-up. Genau. Typveränderung. Wir dachten uns, er kriegt halt keine Mädels ab und vielleicht genau. Hilft das dann ein bisschen nach. Ich bin fest von überzeugt. Ja. Ich meine. Das ist die jetzt noch. Der Typ. Zaubertricks hier. Ja. Genau. Nee. Doch, doch. Nur denken, okay? Nicht die, das wäre ein bisschen langweilig. Nee, du sollst sie schon da drin sehen. Ach so, okay. Nur merk dir nicht die, weil das ist ein bisschen langweilig, ja? Ich mach's auch in deiner Kamera, dass du sehen kannst. Ja? Ja. Hast du eine Karte im Kopf? Nur eine. Hast du? Ach, jetzt habe ich den Trick schon drauf. Du hast sie in dem Kopf? Ja, okay. Okay. Wenn das jetzt ist, okay.
circa ungefähr, das ist eine Gefühlssache, ungefähr mittig. Soll ich sagen, was ist? Ja, erstmal sagen, du kannst so umdrehen. Also ich habe gedacht oder gesehen, wie heißt das, Queen of Hearts halt, ne? Ja. Okay, aber das war. Aber jetzt, du hast auch länger gestoppt. Ja, aber trotzdem sie zu finden. Ja, okay, zu finden. Ja. Aber wer weiß, was der Trick ist. Aber du hast da länger gestoppt, du hast manipuliert. Eine, die Karte, ne, das ist auch ein Zufall, dass du die gezogen hast, nicht? Nee, nee, weil du hast ja da länger gestoppt. Aber was? Man muss sich das ja sehen. Wenn du anders denkst. Genau, wir haben schon mal das Schau. Sorry. Next. Gut, halt mal kurz die Karte. Ich gebe dir jetzt eine andere in die Hand. Halt mal einfach fest. Nur nicht umdrehen. Sag mir irgendeine andere Karte, egal an welche du denkst. Irgendeine. Jetzt. Okay, also dir sagen. Ja, ja. Du hast jetzt eine ausgesucht? König, Kreuz. König, Kreuz. Ich habe hier echt viele Karten. Ich gucke noch nicht umdrehen, nichts machen. Los, was dir jetzt da in meiner Hand ist. Ja, noch nichts machen, noch nichts machen. Okay, pass auf. Wäre das gut, wenn das genau der König, Kreuz wäre? Ja, weil ich habe sie gerade da drin nicht gesehen. Scheiße, jetzt habe ich es verpasst gehabt, wie du es darüber gesteckt hast. Ich habe sie einfach nur... Echt jetzt? Ja. Shit. Okay, das ist gut. Chris Angel. Mein Freak. So, wieder zu Hause und Mama hat das gemacht für mich. Yeah. Gleich mal essen, voll Hunger gerade. Ich bin voll K.O. Jetzt erstmal essen, dann duschen, dann schlafen. Und Peachy Schmusi machen und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Letzte Episode noch schauen, falls ihr die verpasst habt. Und bis nächstes Wochenende. Tschüss. Oh mein Gott. Und jetzt Vanilla Sky. So, wie so creamy Vanilla Sky.